Blockade. Cardfox. Und damit, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem erstmal letzten Test von Oceanhorn 2, Knights of the Lost Realm. Ja, es ist schon der zweite Teil dieses Spiels. Der erste Teil kam irgendwie 2013 mal fürs Handy raus. Dann gab es das auch für, ab 2015 aber auch für den PC und ich glaube auch für andere Konsolen. Oceanhorn 2 ist jetzt erstmal Apple-exklusiv, also Apple Arcade-exklusiv. Allerdings kommt das Anfang 2020 noch für die anderen Konsolen, also PS4 und Xbox One. Und auch für, wie er hier einfach reingeht. Hey, ich mache überhaupt nichts. Hallo? Wieso macht er einfach irgendwas? What the fuck ist hier los? Ey, es kommt dann auch noch für Steam und PC und überhaupt alles raus. Gut, es gibt ganz viele Sprachen. Ich glaube 12 an der Zahl. Also voll krass, dass sie das hier schon alles so gemacht haben. Aber jetzt frage ich mich gerade, wie komme ich denn hier raus? Ich kann kein B drücken. Okay, so, egal, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Natürlich auf Speicherplatz 3. Nee, Speicherplatz 2, weil es grün ist. Grün ist eine schöne Farbe. At the end of the world, I write this paragraph. To be the last for Realm of Arcadia. They fought valiantly against this end, but they are powerless before the fate set by Kronos. The sands of time have run many times since these events were set in motion, and none who took part in the downfall of Arcadia was left unchanged. Ah, an observer. At a time like this, your appearance is surely not a coincidence. I will show you what transpired. But for you to understand the whole story, you must experience it yourself. This I can tell, though. It is a tragic tale of two eternal souls. It began on a dark and stormy night, and all within a lost realm. He said he would meet us here. Is it really you, Mesmeroth, old friend? When I got the message, is that for Harry Potter? I could not believe it was from you. Mesmeroth war, glaube ich, der Böse im neuen Teil, also im ersten Teil. Because of my mistake. Wieder einfach auf dem Kopf dieses Triforce hat, so ein bisschen verändert. Take good care of him. Hat ein großes Baby, muss ich sagen. Knights of the Lost Realm. Ihr müsst übrigens nicht den ersten Teil gekannt haben, denn Oceanhorn 2 spielt vor den Geschehnissen aus dem ersten Teil. Und 18 Jahre später sind wir erwachsen. Also mehr als bei Harry Potter vergangen ist, damit er in die Zauberschule durfte. Ja, und wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, es ist ein Zelda-Klon, habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Es ist so ein bisschen RPG-mäßig. Der erste Teil war noch mehr wie Zelda Wind Waker. Und dieser Teil ist wohl mehr wie Breath of the Wild, so von den Bildern her zumindest, was ich so gesehen habe. Und ich erwähne es gerne nochmal. Es ist ein Handyspiel, man kann es einfach auf dem Handy spielen. Es ist so eine gute Grafik. Holy moly, guckt euch das an. Und ich glaube, das ist nämlich schon die In-Game-Grafik hier. Das ist jetzt kein Renderer oder so. Sieht auf jeden Fall krass anders aus als beim ersten Teil. Insel der Ausgestoßenen. Kraterrand-Inselgruppe. Ja, es ist einfach die In-Game-Grafik. Eine Schließkassette, die mir vor vielen Jahren von Piraten gestohlen wurde. Ihr Inhalt ist äußerst wichtig für deine Ritterschaft. Viel Glück, Meister Mayfair. Das ist einfach die In-Game-Grafik. Wie krass ist das denn? Okay, es sind, glaube ich, nicht ganz 60 FPS. Vielleicht liegt das daran, dass ich auch noch gerade aufnehme halt mit dem iPad. Ich hoffe auch, mein iPad hält das durch mit der Batterie und alles. Ich habe das jetzt nämlich nicht am Strom angeschlossen. Alter, das ist ja mega krass. Ja, man kann es auch mit dem Controller spielen. Ich habe jetzt schon mein Schwert. Ey, das wirkt richtig gut. Geil, ey. Man weiß noch nicht, wie teuer es ist. Bei Apple Arcade ist es halt in diesen Abo-Dings drin, dass man 5 Euro im Monat zahlt und dann hat man hier sein Spiel. Ich kann nicht springen, aber ich kann mich hier... Oh, ich habe auch eine... Ich habe sogar eine Errungenschaft dafür bekommen. Cool. Ich habe gleich von Anfang 5 Herzen, ich kann eine Rolle machen und ich habe anscheinend eine Leiste, dass ich nicht unendlich viel machen darf. Springen kann ich aber nicht. Oh, was ist das? Alter, was? Einen Greifhaken habe ich gleich von Anfang an. Hey, wieso bin ich jetzt schon so heftig? Okay, was haben wir noch? Wir haben ja einen Heilzauber. What the fuck gibt's hier alles?
Heilzauber, eine Munition. Du brauchst Munition, um mit der Zauberpistole zu schießen. Die Zauberpistole, die gute alte. Und noch ganz viel anderes Kram. Holy moly, okay. So, dann schauen wir einfach mal, was hier abgeht. Oh Gott, ist das ein Platin, Leute? Geht das nicht? Okay, es gibt hier Herausforderungen, wofür man komische Kristalle braucht. Das habe ich schon beim ersten Teil nicht verstanden, warum. Ich habe den ersten Teil übrigens nie gespielt, allerdings beim Jay Clarkson geguckt. Sehr gerne, also da könnt ihr auch gerne vorbeigucken, wenn ihr... Oh, das nervt mich aber schon. Wenn ihr den ersten Teil sehen wollt. Aber wie gesagt, braucht man nicht für diese Story. Ich finde es gerade ein bisschen doof, wenn ich nach oben drücke, dann zieht er so nach unten. Und wenn ich nach unten drücke, dann so nach oben. Eigentlich mag ich das invertiert, aber geht hier anscheinend nicht innerhalb des Spiels. So, dein Ziel ist mit einem gelben Dreieck auf einer Minikarte markiert. Ah, okay, das ist jetzt hier also das Tutorial. Oh, ey, diese invertierte Steuerung, ich hasse es. Diese Insel gehört den Ausgestoßenen. Bist du ein Ausgestoßener? Ich töte dich, du Aus... Aua! Habe ich ein Schild oder so? Na, da lacht er uns aus. Das ist logisch. Wie kann ich den denn angreifen? Hilfe! Ich will den damit angreifen, warte. Ich weiß nicht wie. Es funktioniert gar nichts. Aua! Ey! Mein Greifhaken funktioniert nicht. Das ist auch uncool. Und ich weiß nicht, wie ich... Ich habe kein Schild, Leute. Ist das etwa ein bisschen mehr wie Dark Souls? Man weiß es nicht. Wir haben ein Stufe... Ein EP haben wir bekommen. Okay, also das ist geblieben wie beim ersten Oceanhorn. Das ist ja echt wie Zelda hier. Man kann einfach Zelda hier auf dem Handy spielen. Jetzt ohne Witz. Mega cool soweit. Gut, dann gehen wir einfach mal zu dem gelben Dreieck, was wir da oben sehen. Ich bin übelst fasziniert von der Grafik und alles und wie sich das steuern lässt. Die Brückensteuerung ist verrostet. Du musst den Schalter anstoßen. Okay, wo ist der? Wahrscheinlich... Nee, das hier wahrscheinlich einfach. Klick. Anstoßen. Einmal mit dem Schwert gegenschlagen. Da passt das schon. War nicht mal wieder so ein Abenteuerspiel hier. Das freut mich. Kann man die noch irgendwie anvisieren, dass die... Weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie ich euch angreifen kann. Zack, zack. Ich stoß dich runter. Oh. Alter, krasse Kombo. Oh, geil. Sogar mit Gegnern, die auf dem Rücken fallen. Und dann kann man sie besser vernichten. Was sogar Sinn macht, weil die ja so einen komischen Panzer haben. Ich werde mir hier nicht alles Mögliche angucken. Da bin ich einfach... Weiß ich nicht. Nicht interessiert genug, mir immer alles anzugucken bei so RPGs. Eintritt verboten. Okay, dann gehen wir da einfach mal rein, ne? Wenn hier Eintritt verboten ist. Berühren. Alles berühren. Oh. Altes Piratenversteck. Mit einem Schleimi-Baby, der uns ganz böse anguckt. Guck mal, wie fies der guckt. Oh, immer diese Menschen, die hier runterkommen und unseren Schatz... Ah! Hat nicht wehgetan? Okay, gut. Und unseren Schatz haben wollen. Unfassbar. Oh, ich hasse diese invertierte Steuerung. Ich werde das noch 8000 Mal sagen. So, da ist wieder Kyrillianisch. Ich und Jay hatten uns überlegt, ob das vielleicht japanisch sein könnte im ersten Spiel, weil da war es sehr verschwommen, was auf diesen Schildern stand. Aber nein, es ist einfach irgend so eine ganz komische Schrift. Obwohl das zweite Wort, das erste Ding da, könnte fast ein Hiragana sein für O oder A. Aber der Rest ist einfach irgendein Schwachsinn. Du kannst auf Gegenständen klettern, die niedriger als deine Schultern sind. Ah, guck. Nur, muss er... Oh, schöne Animation. Aus dem Stand einfach hochgejumpt. Er braucht nicht mal seine Arme dafür. Da hat jemand ein bisschen Volleyball gespielt, dass er so hoch springen kann hier. So, und das ist höher als meine Schultern, deswegen komme ich da nicht hoch. Okay, hier erstes Rätsel, Leute. Aber kommen wir irgendwie auf die Kiste rauf? Können wir irgendwas Cooles machen? Vielleicht können wir hier hoch und dann auf die Kiste. Aber, oh, warte, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt hat mich das angefixt. So, wir nehmen das Ding. Dann platzieren wir das da. Das ist kleiner als unsere Schulter. Come on. Wieso kannst du nicht raufklettern? Bitte, kletter doch darauf. Das finde ich jetzt aber doof. Okay, dann machen wir das ganz anders. Wir platzieren das da. Nehmen noch so ein Teil. Lassen es runterfallen. Nehmen es nochmal. Stellen es dahin. So, und jetzt? Nee. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das hier nicht geht. Ich komme locker auch irgendwie an die Kiste da. Oh, guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Was ist das denn hier Schönes? Ein EP. Cool. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was genau man mit den EPs machen konnte. Es kann sein, dass man damit sich verbessern konnte. Wird auf jeden Fall Sinn machen. Oder es war einfach nur unnötig. Und einfach nur eine Spielerei, dass man Sachen zu sammeln hat. So, alles klar. Jetzt komme ich doch bestimmt darüber. Ach, come on. Als ob man da nicht rüberlaufen kann. Ich will da jetzt rüber. Geh doch da einfach rüber. Oh Mann, so viel Arbeit und dann bringt mir das gar nichts. Ihr blöden Pilze. So, das habt ihr nur davon. Blaue Pilze, was tun sie? Sie leuchten blau. OMG. Das ist ein Kaktus. Immer diese Kaktosen. Ich hasse dich, du Kaktus. Ich töte dich. Pow, pow. Ausweichrolle. Pow, pow. Ausweichrolle. Das wirkt ja so wie Moonlighter hier. Uah, uah. Ausweichrolle. Oh Gott, aua. Boah, der macht vielleicht einen ganzen Schaden. Was geht denn bei dir ab? Da, spüre meinen Kombo.
Geil, ey. Der blaue Knopf. Was steht da? Der blaue Knopf bleibt von allen unten. Gibt's ja gar nicht. Ist das etwa ein Rätsel? Gibt's hier vielleicht? Komm, gib mir dein Essen. Ich hab Hunger. Schade, war nichts drin. Das Feuer sieht auch gut aus. So, okay. Also hier haben wir eine komische Tür. Eine Boss-Tür sogar. Okay. Also so wie das jetzt aussieht, ist es auf jeden Fall auch komplizierter als beim ersten Teil. Beim ersten Teil war das halt auch noch so eine Drop-Down-Ansicht, wenn ich das nicht schon erzählt habe. Und hier ist es halt... Third Person. Was ich echt schön finde. So, der bleibt bestimmt nicht oben, oder? Doch. Ach, der bleibt unten. Das hat der Schild gesagt. Naja, der bleibt von alleine unten. Ach, das meinte der. Jetzt kapiere ich einiges. Ja. Hübsche Grotte haben die Piraten hier auf jeden Fall. Und wir kriegen... etwas Gutes? Das ist ein Schild. Okay, das ist auch eine Neuerung zum ersten Teil. Ich vergleiche die jetzt natürlich immer. Denn beim ersten Teil, ich weiß nicht, ob man da... Doch, ich glaube, da hat man auch solche Sachen gefunden, die man dann im Dungeon halt brauchte, so Zelda-typisch. Aber im ersten Teil hat man so viele dumme Kisten gehabt, wo man richtig die Umwege gegangen ist. Und dann waren da nur ein paar EP oder ein bisschen Geld drin. Das war richtig behindert. Also so richtig, richtig schlecht. Aber wir haben jetzt ein Schild gefunden, der eines... einst einem Ritter von Arkadien gehörte. Der Schild ist nicht nur für die Abwehr feindlicher Angriffe nützlich, sondern auch für das Wegschieben von Hindernissen. Also auch genauso wie bei Zelda Link's Awakening. Da hat man doch auch den Schild benutzt. Das ist aber ein sehr kleiner Schild. Das ist so ein Schild, den man... Wie kann ich den... Ah. Das ist nur so ein Handschild. Na gut, kommen wir mit klar. Damit können wir jetzt Sachen verschieben, ja? Kann man auch damit... Nein. Keine Kisten... Aber eventuell diesen Stein da. Hallo. Kaputte Brücke voraus. Aber keine Sorge, du kannst sie überqueren, wenn du einfach weitergehst. Du solltest dich zuerst um diesen Felsbrocken kümmern. Verwende einen Schild, um ihn wegzuschieben. Dein Schild sogar. Warum wissen die, dass das mein Schild ist? Na gut. Mit dem Schild den Scheiß wegschieben. Tschüss, du komischer Stein. Das ist echt wie bei Link's Awakening. Da haben wir das genauso gemacht. So, ich glaube, er hüpft automatisch. Genau. Auch alles wie bei Zelda. Alles cool. Die klassischen Pötte. Auch wie bei Zelda. Alles wie bei Zelda hier. Wow. Ja, ich muss aber sagen, das spielt sich wirklich richtig gut. Okay, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch teurer wird auf dem PC, weil hier halt auch viel mehr Entwicklung drin steckt und das nicht wie ein Handygame aussieht, meines. Nach meiner Einschätzung. Wie seht ihr das, Leute? Kann ein Vollpreistitel auf der Switch sein, oder nicht? Für die Switch kommt es leider erstmal nicht raus. Der rote Knopf bleibt nicht von alleine unten. Das soll rot sein. Das wäre orange für mich oder gelb, aber okay. Was ein bisschen schade ist, aber ist so. Also es kommt nicht für die Switch, für die anderen Konsolen schon. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch ein Vollpreistitel, beziehungsweise so 30 Euro oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen für so ein Spiel. Aber wenn ihr ein Apple-Produkt habt, dann könnt ihr auch einfach 5 Euro ausgeben für Apple Arcade und dann könnt ihr es auch zu Ende spielen. Toll, oder? Also für solche Spiele ist Apple Arcade wieder geil. Ich habe auch noch mehr Spiele runtergeladen, die werde ich alle jetzt mal antesten, weil ich habe jetzt halt diesen Probemonat da. Ah, und die werden auch automatisch anvisiert, wenn man sein Schild oben hat. Das finde ich nice. Muss man nicht mal was drücken. Okay, stirb du! Aua! Oh, die sind trotzdem voll stark. Aber hier ist das auch anders wie bei Zelda. Hier hat man 3 Teilherzen. Bei Zelda hat man ja immer nur 2, aua, Teilherzen. Da, ja, damit bist du tot. So, kommt her hier. Ich mach euch kaputt, ihr Skarabara. Skarabara! Okay, die haben aber auch Angst vor uns, ne? Aua! Okay, das habe ich noch nicht so raus mit dem Blocken. Ob man wohl auch blocken kann, wenn die gerade so angreifen und dann so ein... Blockangriff halt macht. Wo ist er? Da ist er. Zack, zack. Aua. Okay, warte, ich probiere das jetzt mal aus. Warte, 1, 2. Komm, greif an. Ich weiß, du willst es. Greif mich an. Ha. Oh, nee. Aber anscheinend hält unser Schild auch nicht unendlich. Also wenn wir immer nur aufrecht erhalten und die Gegner uns permanent angreifen, dann ist das auch nicht gut. Ich finde diese komischen Pilze hier ganz interessant. Ein Schlüssel! Gibt's ja gar nicht. Sieht zwar nicht so richtig aus wie ein Schlüssel, aber okay. Sieht er aus wie eine Schaufel ohne Schaufel unten dran. Du hast Schlüssel zum alten Piratenversteck gefunden. Geil. Aber da oben sehe ich doch noch was. Da komme ich ja wohl rauf. Ja, danke schön. Was haben wir hier? Oh, ein Herzteil. Nee, Kräuter nennen sie es hier. Und ein goldener Pfifferling. Guck mal, sammeln. Sammeln macht auch, dass unsere EP hochgeht, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das ist ja nice. Also dann hat man hier auch so verschiedene, wie beim RPG üblich, so ein paar Skills. Kann man die denn auch irgendwo sehen? Ah, wir haben ja auch ein Inventar mit Ausrüstung. Wir haben halt diese Schleuder oder Pistole. Ach, das ist diese Magiepistole hier, ne?
Pusterohr. Das Pusterohr ist ein altes Spielzeug, das den Munitionszauber verwendet, um mit allen möglichen Geschossen aus der Natur zu schießen. Es fällt leicht auseinander und ist keine zuverlässige Waffe für einen echten Ritter. Es fällt leicht auseinander. Da bin ich gespannt, ob hier die Waffen dann vielleicht auch kaputt gehen wie bei Breath of the Wild. Wir haben aber 5 Munition. Ich würde das gerne mal verwenden, aber ich habe halt wirklich gar keinen Plan, wie es gehen soll. Ihr seht auch auf der rechten Seite, es gibt 3 Embleme, auch Zelda-typisch. Es gibt Lebensverbesserung, wenn man Herzteile einsammelt. Ja, also alles sehr Zelda-artig. Questobjekte haben wir. Das Pusterohr ist ein Questobjekt? Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Aber es gibt hier noch ein Abenteuerprotokoll zum Beispiel, dass man immer sieht, was man so gemacht hat, wo man auch hin muss und so. Schlüssel für was sie sind. Und Herausforderungen, wo man dann diese Fragmente da bekommt, wofür auch immer die sind. Cool. So, dann gehen wir doch einfach mal ins Piratenversteck und plündern die Piraten aus. Wenn die hier nicht sind, selbst schuld. So, jetzt aber die Frage. Kann man die Schilder kaputt machen? Bei Zelda wird das gehen. Hier geht's nicht. Das ist sehr schade. Bei Zelda geht das hundertprozentig. Jedes Mal. So, jetzt bin ich gespannt, ob da vielleicht ein Boss hinter uns wartet, weil da oben ist ein fieser, fieser Totenkopf. Aber vielleicht soll der einfach nur zeigen, hier sind harte Jungs am Werk. Oh, ob man da mit dir auch die Gegner killt? Ja, geil! Stufe 2, dein neuer Ritterrang ist Kadett. Du bekommst einen kleinen Bonus von 25 Münzen und dein Leben wurde aufgefüllt. Ja, Münzen fürs Level Up. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber lass mich mal wissen, ob ich das Spiel vielleicht weiterspielen soll. So vom Ersteindruck finde ich das echt nice. Und laut den Rezessionen im Apple Store, hat das auch eine sehr gute Bewertung, also eines der höchsten Bewertungen von diesen ganzen Apple Arcade Spielen, die ich bisher gesehen habe, so 4,7 glaube ich von 5. Da sind aber auch viele bei, also auch bei richtig scheiß Spielen von Apple Arcade, sind viele dabei, die sagen, ja, voll geiles Spiel, ja, Handy, wow, krass. Obwohl die Spiele dann gar nicht so heftig sind, aber bei diesem Spiel kann ich das auf jeden Fall verstehen, dass die... Hallo? Ach, er geht automatisch ran, okay. Dass die Bewertungen so hoch sind. So, what's the plan? Hier ist ja gar nichts. Was ist das denn für ein blödes Piratenversteck ohne großen Schatz? Bist du vielleicht ein Schatz? Nö. Auch wieder nur Kräuter. Oh, wenn wir noch ein Kräuter finden, dann sind wir sogar Level 1 als Kräutersucher. Ich würde jetzt aber gerne mal ausprobieren, wie man mit dem Teil hier schießen kann. Ah, okay, verstanden. Mit dem rechten Trigger geht das. Jetzt haben wir dafür fast keine Woody mehr. Geil. Ob man damit irgendwas anzünden kann? Ob man an die Ranke ran kann? Nö, okay. Verliere ich Leben, wenn ich... Nee, auch nicht. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Komische Korallen. Okay. Verstehe ich. Okay, alles klar. Hey, was soll denn hier sein? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendeinen geheimen Weg oder so? Hier ist ja einfach nichts. Oh. Ich habe einfach den offensichtlichen Weg übersehen. Na gut, das kommt vor. Hier war ich noch nicht, oder? Oder komme ich von hier? Ich habe gar keinen Plan mehr, Leute. Ich habe mich jetzt schon verirrt. Halte die Fässer von den Fackeln fern. Sie fangen schnell Feuer. Kapitän. Ist das so? Lass mal ausprobieren. Feuer! Feuer? Feuer! Feu, 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 feu. Geil, ey. Kann man damit jetzt das Holz hier anzünden? Ja, wie gut! Leute, es ist wirklich wie Zelda. Das, hier kommt doch richtig der Ocarina of Time Feeling hoch, Leute. Mit den Fackeln und so, die nutzen hier halt Fässer. Mega geil, ich bin richtig überzeugt von diesem Spiel gerade. Holy moly, viel besser als der erste Teil. Haltet die Fässer von den Fackeln fern. Das hast du schon mal gesagt. Wieso sagt er das hier drin nochmal, wenn ich schon durch bin? Das ist ja super unnötig. Wieder ein Item oder? Ne, nur Geld, schade. Na, wie viel denn? Du Glückspilz. Okay, sie haben es also doch hier auch so gelassen. Von solchen Kisten gibt es wahrscheinlich in diesem Spiel auch wieder richtig viele, wenn sie es genauso gemacht haben wie im ersten Teil. Wo einfach nur Gold drin ist. Keine Ahnung, ob 100 Gold jetzt viel sind oder nicht. Aber... ja. Bin mal gespannt, ob hier vielleicht trotzdem noch ein Boss irgendwie wartet. Die Bosse im ersten Teil waren nämlich jetzt nicht so krass wie bei Zelda. Also es ist alles hier nicht so krass wie bei Zelda. Aber schon ein würdiger Nachfolger, möchte ich meinen. Aber so, diesmal schieße ich dich kaputt. Pow! Okay, das macht überhaupt keinen Schaden. Dann lassen wir das lieber, weil ich keine Muni dafür habe. So, Sprungattack und tot, du Doofkopf. Tut mir übrigens leid wegen dieser Kamera, aber... ah, ich bin da... aha! Ich bin das nicht gewohnt, ohne invertierte Kamera. Doch, da unten ist noch irgendwas. Oh, ich will da aber nicht runter. Oder? Das ist schon wieder was Neues hier, ne? Ja, das ist was Neues. Kommen wir da hoffentlich gleich sowieso hin, ohne dass ich hier runterjumpen muss? Oh nein.
Wir treten nur mit der Erlaubnis des Kapitäns. Okay, wir haben sowieso noch nicht den Schlüssel, soweit ich weiß. Lädt aber auch recht schnell, ne? Also wenn hier eine neue Ebene kommt oder so, nicht schlecht. So, dann ist der Schlüssel bestimmt irgendwo hier unten. Ja, erstmal hier noch was sammeln, dann sind wir schon bei Level 1. Nee, Limonade aber fast. Was auch immer. Wenn du viele Heilmaterialien sammelst, verwandelt sich der Überschuss in Tränke, die du im Kampf verwenden kannst. Ich habe das als Yoga-Pirat gelernt und es ist das Geheimnis meines Lebens. Wow, das ist ein super Geheimnis. Ich bin sehr stolz auf dich, Kapitän. Und hier haben wir noch mehr Kräuter. Ich will mal Level 1 jetzt mit irgendwas werden. So, wenn da jetzt nicht der Schlüssel drin ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Wow, der war ja krass versteckt. Aber man sieht trotzdem parallel zu Zelda auf jeden Fall. Mich hat das auf jeden Fall geflasht, dass da eben dieses Feuerrätsel war. Das hätte ich von diesem Spiel zum Beispiel nicht erwartet. So, aber sonst gibt's hier nicht... Guck mal, die spielen Karten. Nett. Jetzt gibt's hier aber, glaube ich, erstmal nix. Ich habe überlegt, ob man vielleicht ein Fass oder so nehmen könnte und hier das Feuer anmachen könnte. Was das bringen soll, keine Ahnung. Und anscheinend wohnt hier aber auch keiner mehr. Und Karten wird hier auch nicht mehr gespielt. Das Schiff funktioniert auch nicht mehr. Keine Ahnung, was hier passiert ist, Leute. Man weiß auch nicht wirklich die Story von diesem Spiel, ne? Da war halt dieser alte Mann. Der hat uns übergeben. Und wir sind jetzt hier. 18 Jahre später. Man weiß gar nicht, warum wir hier sind. Wir haben irgendeinen... Wir sind hier gelandet und irgendein Buch hat uns gesagt, ja, geh zum Dreieck hin. Das passt da schon. Na gut, hallo Kapitän, bist du vielleicht mein Vater oder irgendwer, den ich kenne? Du hast eine ganz schön große Tür. Musst du irgendwas kompensieren? I don't know. So, aber ich mach dich jetzt fertig, egal wer du bist. Ist der Kapitän eine Krake? Oh mein Gott, der erste Bossfight nach 20 Minuten. Locker eine Krake, muss eine Krake sein. Eine grüne Kiste, die sieht anders aus als alle anderen Kisten. Da gehe ich gleich mal hin. Hier wird schon nichts Böses passieren. Oh mein Gott, ist das ein Tentakel? Nein, Link, dreh dich doch um. Oh nein, der Galactos. Uralter Riesenkopffüßer. Sieht aber auch recht nice aus. So, jetzt bin ich gespannt, ob die Bossfights hier vielleicht ein bisschen taktisch Kalkül sind. Oder was hier abgeht. Okay, er greift auf jeden Fall an. Aber ich habe jetzt auch wirklich Schild. Ha, zack. So, nein, du kriegst mich nie. Dein erster Tentakel ist kaputt. Und dein zweiter folgt, aber zugleich. Weil beim ersten war das noch so, da konnte man relativ, also sehr viele Leben verlieren. Und der, aua. Okay, der zieht aber ein ganzes Leben ab, der blöde Mann. Schild. Die Bosse waren nicht wirklich krass. Hier sieht er jetzt auch nicht so krass aus, muss ich sagen. Gut, man muss halt die Tentakel kaputt machen. Der Schild ist ein bisschen OP, habe ich das Gefühl. Aber sonst... Ja, und jetzt kann man halt seinen Teil da besiegen. Ja, sie wollen es so ein bisschen Zelda-artig machen. Allerdings ein bisschen zu offensichtlich, oder? Dass man hier die Tentakel erst angreifen muss. Bei Zelda ist das ja immer so schön, dass man da Bomben zum Beispiel auf die Gegner raufwerfen muss oder so, damit sie halt gestunt sind. Oder die haben meistens ein Teil an sich, was man dann angreifen muss. Okay, oh mein Gott, er wirft mit... Au, hallo, ich konnte gar nicht ausweichen, das war ja richtig unfair. Wirft uns einfach hier kaputt mit komischen Fässern. Ich bin Link, ich bin Long, ich darf hier als Einziger mit Fässer werfen. Toll, und in den Fässern ist einfach Leben drin. Er hilft uns halt sogar noch. Au, what the fuck. Erhebe dich, Long, erhebe dich. Zack, zack, zack. So, das war, glaube ich, auch schon der erste Boss. Wow, ich bin der Heftigste. Zack, zack, Galactos, du bist tot. Der Arme, ey. Ja, explodiere, bitte platze. Sein Auge ist geplatzt. Und sein ganzes Hirn ist jetzt auch geplatzt. So kennt man sie. Ach ja. Du hast Schlüssel der Kapitänstruhe. Ja! Was man damit wohl öffnen kann. Cool. So schnell der erste Boss. Nicht schlecht. So, was gibt's hier so? Hi, bist du diese mysteriöse Kiste? Alter, ein Koffer. Mit? Du hast Meister Mayfairs Schießkassette gefunden. Ach ja, das war unsere Aufgabe. Schon wieder ganz vergessen. Oh, jetzt kann ich mich nicht weiter umgucken. Kriege ich noch ein Herzteil oder so? Ganz schön viele Errungenschaften, by the way. Aber auch wieder sehr viel Wasser. Also vielleicht ist es doch wieder so ein bisschen wie Wind Waker. Oh ja, ich kann sogar mit dem Boot schiffern. Okay, es ist aber eine sehr komische Draufansicht hier gerade. Hui! Ich bin der beste Schifferkapitän der Welt. Ich mache jetzt ein Tornado. Oder wie heißt das in Wasser? Keine Ahnung, ein so ein Ding halt. Ja, und dann kann man hier wahrscheinlich in der Overworld rumduddeln. Und irgendwie haben wir eine neue Stufe erreicht, steht da oben. Naja, erstmal wieder zurück in die Hometown hier, zu Dorf Arne. Mit unserem schönen Schiff.
Oh ja, ich bin ja an diesem komischen Ding dran. Ach ja, Rasen wird ja auch gesät. Oh, hallo, junge Dame. Ich guck ein bisschen wie Link. Ich hab zumindest was Grünes an. Findest du mich jetzt toll? Guck dir meine Augenringe an. Ich bin sehr beschäftigt und cool. Bitte heirate mich. Auch schön, wie wir einfach freihändig unser Boot lenken hier. Guck mal, alter Opa, ich kann freihändig fahren. Und er guckt einfach weg. Opa, guck doch mal, Opa, Opa. Och Mann. Stufe 3, Junker. Dein Ritterrang ist der Ehrentitel Junker. Du bekommst einen kleinen Bonus von 50 Münzen und dein Leben wurde aufgefüllt. Ja. Okay, man levelt. Ah, nö. Man levelt anscheinend sehr schnell. Man kann schwimmen, allerdings nicht unendlich lange. Auch wie bei Zelda. Ja, und das ist anscheinend unsere Hometown. Hallo, alter Opa. Ich habe deine Schließkassette. Ich glaube, du warst das, der dir halten wollte, ne? Ja. Eine Ritter-Ausbildung ist eingetroffen. Ich hoffe, deine Reise ist gut verlaufen. Hast du gefunden, wonach ich dich bat? Klaro, hier, dein komischer Koffer. Zack. Ich habe ihn dir kurz hergezaubert. Das ist Meister Malfers Schließkassette, die du in der Höhle gefunden hast. Das ist korrekt. Gut, gehen wir nach Hause. Du musst hungrig sein. Du kannst mir beim Essen von deinen Abenteuern erzählen. Alles klar, alter Opa. Wenn du ein Knight bist, sobald du ein Ritter bist, gehörte der ganze Inhalt dieser Kassette dir, mein Sohn. Dein Glück, dass diese Piraten es nicht geschafft haben, diese Schließkassette zu öffnen. Hahaha. Okay, gehen wir hier durch. Ja, ja. Heute ist ein schöner Tag und die Leute wollen die draußen verbringen. Es war schon seit Wochen nicht mehr so warm. Ja, wenn man sonst nichts zu reden hat, dann redet man halt übers Wetter. Oh, ich hasse das, Leute nach Hause zu begleiten. Gen hat gespannt auf seine Rückkehr gewartet. Er war ein wenig um dich besorgt, um ehrlich zu sein. Gen ist wohl dieser Roboter hier. Den hat man ja auch schon gesehen. Da ist er ja, begrüß ihn. Der klingt nicht wie ein Roboter. Hey, du bist zurück. Ich bin froh, dass du heil zurückgekommen bist. Das war immerhin dein erstes Abenteuer, das du alleine überstanden hast. Und du bist hier, unversehrt. Wir haben heute Nacht einen Grund zu feiern. Ja, lass uns besaufen. Ich bin schon volljährig. Du blöder Busch, ich töte dich. Jetzt wird hier heftig Party gemacht. Hallo, Gen. Well, have a seat. Nun gut, nimm Platz. Meister Malfers Essen ist noch heiß. Ich hätte auch nichts gegen einen Bissen. Du bist ein Roboter, du brauchst nichts. Oder du ziehst dich nur wie ein Roboter an. Ein krasses Cosplay ist hier voll in, so. Gut, dann das Essen. Das sieht alles so schön aus. Heftig. Sag mir auf jeden Fall viel mehr zu als der erste Teil. Aber anscheinend haben wir wieder keine Eltern. Der Klassiker. Und was jetzt genau unsere Aufgabe hier ist, gar keine Ahnung. Anscheinend haben wir keine Aufgabe, außer diese Schließkassette dafür den Opa gerade geholt zu haben. Der schickt einfach seinen 18-jährigen Sohn zu den Piraten, die einfach alles mördern, nur für seine Schließkassette. Gut, guter Opa. Komm zum Turm in der Nähe der Stadt, nimm den Schlüssel zum Stadttor aus der Truhe mit. Okay, also ich habe keine wirkliche Mission. Da ist wahrscheinlich wieder nur Geld drin. Nein, dein richtiger Schlüssel. Gut, da das sich dann hier aber, glaube ich, noch ein bisschen streckt, wenn ich jetzt weiterspiele, würde ich sagen, was ist das mit diesem letzten Test? Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr da vielleicht ein ganzes Let's Play von sehen wollt. Ich hätte, glaube ich, Bock. Muss man halt gucken, ob das vielleicht sich noch trägt. Aber an sich sieht das ja nett aus. Also ich bin angetan, ich finde das Spiel gut. Kann man sich auf jeden Fall geben. Wenn ihr Apple Arcade habt oder so, dann auf jeden Fall probiert es mal aus. Ist ja kostenlos im Monat. Ich sage das jetzt bei jedem Video, aber ist halt so. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Oder sonst lasst ein Abo da, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal und ein Bild. Tschüss.